Wie kann man Content und Content Marketing sinnvoll und zielführend im B2B-Bereich einsetzen? Ich bin in der Hauptsache im B2B unterwegs und werde von Kunden oft gefragt, ja, Mensch, Herr Schuster, was können wir denn schreiben? Was haben wir denn zu sagen? Und wenn ich dann so nachfrage, Mensch, was machen Sie denn? Was sind denn da Aspekte davon? Was sind wichtige Kriterien? Was sind Ihre Vorteile? Dann könnte das Gespräch stundenlang gehen, weil meine B2B-Kunden in der Regel ganz, ganz viel zu sagen haben. Und die Kunst ist eigentlich das, was sie sagen, in Content zu bringen. Da ist viel, viel Futter da. Denn Content ist der Treibstoff für all das, was wir im Online-Marketing tun wollen, im Social Media tun wollen, ob wir über Marketing Automation nachdenken, brauchen wir Content. Ohne Content können wir in dem Bereich relativ wenig machen. Was bedeutet das konkret? Für mich ist so eine der großen Änderungen in der Digitalisierung im Kontext von Content, dass jeder Content-Baustein eine Aufgabe und ein Ziel hat. Das heißt, wir machen nicht einfach mal so einen Anwenderbericht oder einfach nur mal so ein White Paper, sondern jeder Content-Baustein hat eine Aufgabe und hat ein Ziel. Ich komme gleich dazu, wo wir das finden, wie wir das ableiten. Und übrigens, das Gleiche gilt für Kanäle und Touchpoints auch. Also diese Frage, machen wir TikTok, machen wir Xing, machen wir LinkedIn, sollte davon abhängen, welche Aufgabe und welches Ziel wir mit diesen Plattformen verbinden. So, wie gesagt, wo kann ich das ableiten? Ich gucke da immer gern mal so eine Ebene höher. Und was wir meistens relativ gut im Griff haben, das sind die Kunden, die wir haben. So die Bestandskunden, man kann es auch den eigenen Sumpf nennen. Und ich habe es hier mal versucht, mit diesem Bild darzustellen. Ich kann die Wasserleitung auf meinem Grundstück, die kann ich flicken, die kann ich in Ordnung halten. Das ist alles super toll. Wenn mir aber außerhalb meines Grundstücks jemand das Wasser abdreht oder ein Loch in der Leitung ist, dann bekomme ich zu wenig Wasser auf mein Grundstück. Und so ähnlich verhält es sich eben auch mit Kunden. Also muss ich mir eigentlich die Frage stellen, wer sind die unbekannten Kunden, die mich bis heute noch nicht gefunden haben? Wen könnte ich als Kunden haben, wenn ich vielleicht die passende Ansprache, den passenden Content einspielen würde? Und vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen diese Studie hier, die besagt, dass 60% des Kaufprozesses absolviert sind, bevor ein potenzieller Kunde Kontakt zum Vertrieb von einem Anbieter aufnimmt. Das heißt, wir müssen ganz viel Glück haben, wenn wir uns darauf verlassen, dass der Kunde den Weg zu uns findet. Vielleicht hat er uns gefunden, vielleicht hat er uns aus seiner Auswahlliste wieder rausgenommen. Wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Das heißt, ich muss all meine Aktivitäten eigentlich hier vorne auf diesen Bereich vor den 60% abstimmen. Und Content entwickeln, Content produzieren, der mir genau hilft, in diesem Bereich auch gefunden zu werden und wahrgenommen zu werden. Da kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter dazu. Um das zu können, muss ich mir überlegen, wen hätte ich gerne. Also dieses Thema Buyer-Persona, die Profile der Buyer-Persona, die Schmerzpunkte, die Ziele, die Bedürfnisse und so weiter und so weiter. Nur dann kann ich den passenden Content ausspielen. Und ganz wichtig auch für mich, der Content ist im Strategieprozess zu verankern. Das heißt, in meinem Canvas hier, wo wir die verschiedenen Bereiche der Strategie aufgezeigt haben, hat der Content eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil, wie gesagt, ohne Content passiert hier relativ wenig. Ich habe mal hier in diesem Schaubild, das so den kompletten digitalen Lead- und Kundenprozess darstellt, einfach mal verortet, wo findet denn Content statt? Also ich habe definitiv Content hier im Outbound-Bereich, sollte ich haben, das ist hilfreich. Noch wichtiger im Inbound-Bereich, das heißt, wenn wir über Wasserlochstrategie reden, ich erkläre das ja immer mit dem Bild des Fotografen, der Bilder von Elefanten liefern soll in freier Wildbahn, der dann durch die Wüste, Busch und Savanne laufen kann, bis er einen Elefanten gefunden hat. Das ist so das Bild der Kaltakquise. Oder eben ein Wasserloch baut und dafür sorgt, dass die Elefanten zum Wasserloch kommen. Das Wasserloch sollte meine Webseite sein. Das sollten meine Portale sein, meine Präsenzen sein. All die bilden zusammen das Wasserloch. Aber das Wasser im Wasserloch, das ist Content. Und je mehr Wasser, je mehr Content ich in dieses Wasserloch gieße, desto größer ist die Wirkung, desto größer ist auch die Chance, dass ich gefunden werde. Und das muss natürlich der passende Content sein. Also wenn ich ein Wasserloch aufbaue, das für Antilopen gut geeignet ist, heißt es noch lange nicht, dass auch Elefanten kommen wollen. Also darf ich mir hier überlegen, was sind die richtigen Content-Bausteine.
Essentiell natürlich auch im Marketing-Automation-Prozess, in meinen Entwicklungsprozessen für Interessenten und für Bestandskunden, also in meinen Nurturing-Prozessen. Denn ganz wichtig, hier keine einfach nur 5 E-Mails in Reihe geschaltet, ist kein Nurture-Prozess, sondern der Nurture-Prozess muss wirklich abgestimmt auf die Customer Journey sein und muss dann die passenden Inhalte wirklich auch entsprechend der Customer Journey ausspielen. Ja, und dann haben wir zum Schluss natürlich auch noch im Vertrieb Content, das heißt, sei es in Form von Präsentationen oder E-Mails, und all das sollte natürlich abgestimmt sein. Die Story, die wir hier anfangen zu erzählen hier vorne, sollte natürlich durchgehen bis zum Schluss, bis idealerweise bis zum Abschluss und nach dem Abschluss weitergehen, weil Sie sehen hier die blauen Pfeile, die stehen für Cross-Selling und für Upselling, und auch hier brauchen wir natürlich wieder guten Content. So, das heißt, idealerweise fangen wir eben an mit einer Bestandsaufnahme. Was wollen wir erreichen? Wofür wollen wir Content einsetzen? Weil Sie können sich vorstellen, Content, der einfach nur Awareness schafft oder nur Sichtbarkeit schafft, ist unter Umständen anderer Content als den wir für die Lead-Generierung brauchen oder für Account-Based Marketing brauchen, wenn wir über Zielkunden zum Beispiel reden. Das heißt, jetzt sind wir auch wieder bei diesem Thema Ziel und Aufgabe, die wir einem Content-Baustein zuordnen. Da wir eh schon viel Content haben im B2B-Bereich, ist es eben auch wichtig, einfach mal zu schauen, was gibt es schon, welche Content-Bausteine haben wir schon, also ein Content-Audit, und diese Content-Bausteine dann einfach auch zu kategorisieren. Das heißt, welche Inhalte haben wir dort, welche Kundentypen sprechen wir dort an, welche Formate haben wir, für welches Stadium im Kaufprozess sind diese Content-Bausteine geeignet und so weiter und so weiter. Weil das spart uns sehr viel Zeit, weil in der Regel dort schon viele Schätze verborgen sind, die wir meistens nicht so benutzen können, wie sie sind, aber die wir in der Regel nutzen können, um daraus andere Content-Bausteine zu entwickeln. Das heißt, haben Sie ein Dokument mit 100 Seiten, dann können wir vielleicht das dritte Kapitel daraus rausnehmen, können das umgestalten und haben einen passenden Content-Baustein. So, dann die Frage, wen möchten wir erreichen? Und ja, ich weiß, das Thema Buyer-Persona ist manchmal ungeliebt, weil natürlich viel Arbeit dahinter steckt. Für mich ist es aber die absolute Basis für guten Content, weil sonst weiß ich weder, für wen ich schreibe, noch weiß ich, wie ich die Ansprache, die Kommunikation, die Inhalte gestalten soll. Das heißt, wir fangen eigentlich hier vorne schon an bei den Schmerzpunkten. Das heißt, die Schmerzpunkte müssen sich in unseren Content-Bausteinen widerspiegeln. In der Regel tun sie das top of the funnel, also am Anfang unseres Funnels, wenn wir über Marketing Automation nachdenken, dann sind die Schmerzpunkte meistens der Magnet, der dafür sorgt, dass wir jemanden überhaupt erst in unseren Content-Prozess bekommen, in unseren Nurture-Prozess. Deshalb lohnt sich die Arbeit, sich hier Gedanken darüber zu machen, welche Schmerzen, welche Herausforderungen haben meine Wunschkundentypen in Bezug auf mein Angebot. So, welche Zielzustände? Schmerzzustände, natürlich leicht negativ ausgedrückt. Zielzustände, das sind die positiven, ist die positive Ansprache. Hier kann ich natürlich auch in meinen Content-Baustein spielen. Das heißt, ich kann natürlich die 10 Erfolgskriterien zum Beispiel spielen. Ich kann aber auch die 10 Sargnägel spielen. Das muss man von Fall zu Fall einfach unterscheiden und entscheiden, welche Ansprache macht für meinen Wunschkundentypen, für meinen Markt wahrscheinlich mehr Sinn. Wenn wir hier mal weiterschauen, was sind Folgeschmerzen? Was sind Entscheidungskriterien? Was könnten Hinderungsgründe sein? Warum könnte ein Wunschkunde glauben, dass wir nicht der richtige Anbieter sind? Das sind zum Beispiel beides Kriterien, die unbedingt in den Anwenderbericht, in eine Case Study mit einfließen sollten. Das heißt, wir machen so eine Buyer-Persona einfach nicht nur, um sie zu machen, um ein schönes Bild zu haben, sondern all diese Kriterien, all diese Profildaten, die wir sammeln, haben direkten Einfluss auf den Content und fließen direkt dort ein. Genauso wie die Erwartungen, wie der Nutzen, als auch wen wollen wir ansprechen, entscheidet unsere Persona alleine. Ich habe in diesem Beispiel mal den Christoph Schäff genommen. Da können wir davon ausgehen, dass der alleine entscheidet. Wenn wir jemanden aus der Fachabteilung haben, dann wird unser Content wahrscheinlich eher Fachthemen widerspiegeln. Aber irgendwann muss dieser Mensch aus der Fachabteilung zum Einkauf, zur IT, vielleicht zum Betriebsrat oder zur Geschäftsleitung. Und dann muss ich eben wissen, wie ist das Buying Center zusammengesetzt, um dann die passenden Content-Bausteine und die passende Ansprache eben zum Beispiel auch in einem Nurturing-Prozess, also in einem Interessenten- oder Kundenentwicklungsprozess, um das zu spielen.
Und erst recht natürlich, wenn ich über Account-Based Marketing nachdenke. Wenn ich einen bestimmten Kunden durchdringen will, dann muss ich natürlich die Strukturen in diesem Kundenunternehmen kennen. Ich muss die Entscheider kennen, ich muss die Rollen kennen und kann basierend darauf dann eben meine Ansprache und natürlich unser Thema von heute, kann basierend darauf dann eben halt auch meine Content-Bausteine darauf konzipieren. Was ich gerne noch mache, das sind die Verhaltenspräferenzen. Der ein oder andere kennt das vielleicht, DISC oder Insights. Das ist so zeigt mir eine Tendenz, ob mein Wunschkunde eher zum Beispiel Themen zugeneigt ist wie Effizienz, Wettbewerbsvorteil, das wäre der rote Typ, oder eher sowas wie Innovation, neue Funktionen, Komfort, das wäre eher der gelbe Typ, oder ob es eher ein Mensch ist, der auf Garantien, auf Referenzen und auf Zertifikate achtet, das wäre dann eher der grüne Mensch. Und der blaue Mensch, das ist das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Und Sie können sich vorstellen, das sind vier unterschiedliche Modelle, die sich in meinem Content dann eben halt auch widerspiegeln können. Wenn ich nicht genau weiß, wen ich zum Beispiel anspreche aus einem Kundenunternehmen, dann kann ich vielleicht auch mehrere Modelle spielen. Dann kann ich für den Einstieg in so einen Marketing-Automation-Prozess zum Beispiel mehrere Modelle spielen und kriegt dann auch mit, wer hat sich denn wofür interessiert und wo haben wir denn die höchste Konvertierung. So, ich habe eben schon ein bisschen angeteasert, dass Content natürlich nicht nur in einem Stadium passiert, sondern entlang der Customer Journey passiert. Das ist mein Modell. Ich bevorzuge das Modell im Gegensatz zu diesen amerikanischen Modellen mit Awareness und so weiter, das Sie vielleicht kennen. Weil aus meiner Erfahrung passt es für den deutschen Mittelstand besser. Und hier haben wir eben diese Stufen, ich will meinen Kunden informieren oder mein Kunde will sich informieren. Er findet Inhalte, die er vielleicht am Anfang vielleicht noch nicht kennt oder nicht vollumfänglich versteht. Dann muss er oder sie muss sich dann befähigen. Das heißt, hier vorne informieren können wir zum Beispiel eher mal einen provokanteren Inhalt spielen. Sowas wie ein Tag im Leben eines Produktionsleiters oder auch die fünf Sargnägel für. Hier im befähigen Bereich würden wir zum Beispiel eher mit White Papers agieren oder mit How-Tos agieren oder mit Ratgebern agieren. Wenn jetzt jemand das Thema verstanden hat, sich befähigt hat, fängt er und sie an zu evaluieren. Das könnten dann so, da könnte ich mit Application Notes zum Beispiel arbeiten. Wo ich zum Beispiel aufzeige, dieses Thema, dieses Modell, dieses Produkt, wie kommt das zum Einsatz im Pharmabereich, im Maschinenbaubereich und so weiter. So, dann fragt sich der potenzielle Kunde vielleicht, naja, kann ich dem Unternehmen vertrauen? Kann ich der Lösung vertrauen? Vielleicht kenne ich das Unternehmen vorher noch gar nicht. Das heißt, hier müssen wir überzeugen von uns, von unserer Lösung. Und dafür sind zum Beispiel Anwenderberichte, Case Studies wunderbar geeignet oder vielleicht auch Studien geeignet. Ja, und dann kommt so diese Stufe, okay, ich bin überzeugt, wen muss ich noch mit einbinden? Und hier kann ich so in der Kaufvorbereitungsphase zum Beispiel mit so Sachen wie fünf gute Gründe, die deine Geschäftsleitung überzeugen oder die deine IT-Abteilung überzeugen, kann ich dann meinem Ansprechpartner aus der Fachabteilung die passenden Informationen mitgeben, dass er oder sie dann im Unternehmen weiter überzeugen kann. Ja, und im Bereich Erleben und Nutzen haben wir dann eben Content-Bausteine, die helfen beim Cross-Selling, beim Upselling, im After-Sales-Bereich Wartung zu verkaufen, Service zu verkaufen. Und auch da haben wir wieder die Aufgabe, welche Content-Bausteine machen Sinn. In meinen Workshops nutze ich hier gerne so eine Matrix, wo wir genau diese Stufen eben durchgehen und überlegen, so in jeder Stufe, welche Ziele, welche Fragen, welche Schmerzpunkte hat der Wunschkunde in genau dieser Phase. Ich muss nicht alles auf einmal machen, also Ziele, Fragen oder Schmerzpunkte. Und wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe, das im Team analysiert habe, kann ich mir dann überlegen, welcher Content-Baustein würde denn jetzt diese Ziele unterstützen, diese Fragen beantworten und diese Schmerzpunkte lindern. Hier ist es noch völlig egal, ob das ein Video wird oder eine PDF oder sonst irgendwas. Hier geht es einfach nur erstmal um den groben Inhalt, um die grobe Konzeption. Vielleicht um die Headline und eine grobe Struktur für die Inhalte. In welcher Darreichungsform wir das dann liefern, das können wir uns dann im nächsten Step überlegen, wenn wir daraus eben hier zum Beispiel so einen Nurture-Prozess entwickeln und können uns dann überlegen, was macht für meine Persona am meisten Sinn? Sollte es jetzt ein fünfseitiges PDF-Dokument werden oder machen wir ein How-To-Video und so weiter? Das heißt, hier
konkretisieren wir dann die Content-Ideen, die wir hier gesammelt haben, und gießen die dann hier in eine korrekte Form und in einen korrekten Ablauf und können dann somit idealerweise den Interessenten hier vorne abholen. Das heißt, hier vorne haben wir die Aufgabe, das Ziel, die Aufmerksamkeit, die Neugier, wir wollen eine E-Mail, wir wollen Opt-in. Und hier hat der Content jeweils die Aufgabe, den Interessenten von Stufe zu Stufe immer eine Stufe weiterzuführen, bis hier hinten eben die Vertriebsreife erreicht ist. So, dann dürfen wir uns überlegen, an welchen Touchpoints können wir das Ganze spielen. Also wie findet der Content, den wir zum Beispiel in so einem Nurture-Prozess entwickelt haben, wie spiegelt sich der auf unserer Webseite wieder, wie können wir damit umgehen. Wir sehen dann vielleicht sogar, wer uns gefunden hat, haben auch da nochmal eine Chance, zum Beispiel zu sehen, Mensch, wir werden von einer bestimmten Branche gefunden, auf die haben wir bisher noch gar keinen Fokus gelegt. Sollten wir jetzt nicht Content erstellen? Also konkretes Beispiel, ich habe eine Zeit lang Fernberatungssoftware verkauft im vorhergehenden Leben und auf einmal haben ein Haufen Autohäuser unsere Webseite besucht. Wir hatten keine Inhalte für Autohäuser. Aber wenn die uns schon von selbst finden und suchen, wenn unser Wasserloch in dem Bereich schon funktioniert, absichtslos, dann macht es natürlich extrem Sinn, hier auch nochmal mehr Content zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass man A, noch besser gefunden wird und B, dass in dem Beispiel die Autohäuser denn auch bleiben. So, LinkedIn brauchen wir das auch. LinkedIn ist im Moment unheimlich dynamisch. Das heißt, hier kann ich mit Posts arbeiten, ich kann mit Videos arbeiten, ich kann mit Artikeln arbeiten. Das heißt, ich habe hier eine Chance, auch in LinkedIn quasi zu bloggen. Auch da kann ich mir überlegen, wenn ich ein White Paper zum Beispiel habe, wie kann ich das vielleicht nochmal filettieren, um es eben auch in LinkedIn zu spielen, in Xing zu spielen. Und dann habe ich einfach nochmal so ein paar Beispiele mitgebracht aus meiner Praxis. Gerade weil eben ich oft höre, ja, Herr Schuster, wir haben keinen Content, wir wissen gar nicht, was wir schreiben sollen. Wir haben genug. Und um Gottes Willen, was wir nicht tun sollten, das ist dieses Thema Ego-Posting. Also das erlebt man in LinkedIn zum Beispiel sehr, sehr oft. Diese Textbausteine, diese Floskeln, hab gesehen, Sie sind auch Geschäftsführer, wäre es für Sie prinzipiell interessant und so weiter, sparen Sie sich das um Gottes Willen. Damit vertreibt man eigentlich mehr Interessenten, als man gut tut. Also dürfen wir uns überlegen, was ist für unsere potenziellen Kunden nützlich, einzigartig, hilfreich und so weiter und so weiter. Das muss so der Maßstab für unseren Content sein. Und was im B2B, wie gesagt, aus meiner Praxis sehr gut funktioniert, das ist eben so dieses Thema White Paper zum Befähigen oder auch hier für das Evaluieren, sowas, ich nenne das immer Villa Riba, Villa Bajo, also das die Gegenüberstellung von zwei Herangehensweisen. Und natürlich ist unsere Herangehensweise komfortabel und erfolgsträchtig und so weiter. Wenn ich Persona habe, die eher blau oder rot unterwegs ist, dann kann ich hier eher mit kurzen Inhalten arbeiten und mit Zahlen, Daten, Fakten. Dafür ist eine Infografik wunderbar geeignet. Wenn ich eine Persona entwickelt habe, macht man das in der Regel nur für sich selbst. Man kann aber eine Persona natürlich auch zum Leben erwecken und kann die, wie hier in einem Haufe-Beispiel, einfach mal in meinem Dokument sich unterhalten lassen. Über die Herausforderungen in der B2B-Vermarktung zum Beispiel. Und das kann sich hier durch eine Reihe durchziehen. Videos sind immer ein wunderbares Content-Format. Gerade dann, wenn ich erklärungsbedürftige Inhalte habe. Oder bei mir als Berater, als Speaker, wenn es auch wichtig ist, dass man den Mensch dahinter sieht. Oder aber, wie hier bei einem Maschinenbaukunden von mir, wo wir mit einem Comic gearbeitet haben. Ein Tag im Leben eines Serviceleiters ist top of the funnel und wunderbares Instrument, um überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und Menschen in den eigenen Prozess reinzuziehen. Ein Webinar ist Content. Also auch da muss ich mir und darf ich mir überlegen, welches Ziel, welche Aufgabe hat mein Webinar. Soll das Top of the Funnel stattfinden, dann werde ich andere Inhalte spielen als Bottom of the Funnel, also kurz vorm Kauf, kurz vor der Vertriebsreife. Dann werde ich andere Inhalte in meinem Webinar spielen. Eine App kann Content sein. Also auch da zu überlegen, gibt es einen Weg, wo ich mit einer App meinem Kunden Hilfestellung geben kann, wo ich dort relevante Inhalte abbilden kann, die natürlich auch wieder dazu führen können, dass der Interessent näher zu mir heranrückt. Habe ich geschriebene Inhalte, kann ich die vielleicht auch in auditive Inhalte umpacken? Also Sie kennen alle das Thema Podcast im Moment natürlich. Aber auch zu überlegen, hier diese CD, dieses Hörbuch von mir, ist einfach eine Zusammenfassung aus dem geschriebenen Buch und gibt einer Persona,
Also ich sage mal immer, meine Mia Marketing liest er meine Bücher, der Volker Vertriebsleiter will eher Sachen hören. Das heißt, hier kann ich eher mit einem Podcast oder mit auditiven Inhalten arbeiten. Der letzte Gedanke, den ich noch gerne teilen möchte, ist, fragen Sie auch den Vertrieb, was er braucht. Also wir haben natürlich Inhalte im Marketing, im Wasserloch, in unserem Marketing-Automation-Prozess, aber idealerweise geht diese Kette weiter. Wenn wir einen guten Job gemacht haben und haben einen schönen Nurture-Prozess gebaut, der inhaltlich wunderbar die Customer Journey widerspiegelt, dann wäre es toll, wenn es im Vertrieb auch so weitergehen würde. Von daher meine Empfehlung, dort auch frühzeitig den Vertrieb auf jeden Fall mit einzubauen.